Hey, guten Morgen! Guten Morgen. Das Thema heute ist Fernbeziehungen. Funktionieren sie oder funktionieren sie nicht? Das ist ja ein Thema, was auf uns zukommt. Thailand beschlossen, nach Hanna zu fahren. Also Hanna beschlossen, nach Nach Thailand zu Thailand zu fahren. fahren, ja. Und entsprechend, ja, ist es ein Thema, was auf uns zukommt und was sicherlich nicht so einfach ist für nur jede Beziehung, denke ich. Ich persönlich habe bisher eine Fernbeziehung gehabt. Da habe ich, sagen wir mal, so 15 Kilometer entfernt gewohnt. Also Das war deine das war Fernbeziehung. meine Fernbeziehung. Und da hatte ich bis jetzt eigentlich gute Erfahrungen gehabt, weil man konnte sich ja immer wieder sehen. Jede Woche ist man mit der Straßenbahn dann halt die 15 Kilometer gefahren. So, Ja. hast du Also schon ich, eine Beziehung gehabt? ja, also Hamburg-Bremen. Ja, das ist schon. Schon auch, was weiß ich, 100 Kilometer. Genau. Und es war immer doof, ne? Also man, innerhalb der Woche konnte man sich halt nicht sehen und dann nur am Wochenende. Okay, das fände ich jetzt nicht so doof, Nee. weil ich sag mal, das einmal der Woche Nee. sehen, also ich. Naja, komm, wir haben uns anfangs auch immer nur so ein, zweimal die Woche gesehen, aber die letzten Monate ja auch immer drei, viermal die Woche. Das stimmt, aber ich sag mal so, damit könnte man klarkommen, würde ich sagen. Ja, Einmal die auch. Woche, da weiß man, okay, Wochenende sieht man sich, klar ist ein bisschen doof oder sowas. Aber wir reden ja jetzt hier wirklich von einer Beziehung, wo man sich gar nicht mehr sieht, beziehungsweise erstmal auf absehbare Zeit. Ja. Also man weiß ja nicht, wo dich dann die Lust hintreibt, weil wärst jetzt Thailand und hast ja auch Australien eventuell auf dem Ja, Schirm. alles, ich lasse mir das einfach offen, Genau, ne? offen. Und und dann weiß man nicht. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mich dann auch die Reiselust packt. Und auch vor allem bei mir ist es auch so, ich möchte eine gewisse finanzielle Sicherheit haben, weil ich meine Basis in Deutschland auch behalten möchte. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Das heißt, meine Wohnung, meinen Garten als Basis möchte ich behalten. Und ich würde schon dann auch reisen, aber ohne die Finan also nicht, bevor ich nicht komplett die finanzielle Basis halt habe. Und die habe ich nicht. Und dann könnte ich sozusagen eventuell dann schaut, wo Hanna gerade ist, mal anrufen, hallo, wisst ihr gerade, Bulgarien, Afghanistan oder Afghanistan, wo nee. immer. Und oder halt Hanna sagt wieder, hey, wir kommen mal wieder Richtung Europa und man sehen könnte. Also es ist schon eine Problematik. Und aber eine Sache dabei ist, die echt hilft. Und das ist, was hilft da in der Liebe, Situation? Liebe, Liebe hilft sowieso, das ist klar, Liebe. aber welches Tool hilft da besonders? Skype. Ja, Skype, genau. Bei Skype ist ja nur die heutzutage so, dass man wirklich, Sich sehen kann, genau, hören kann, reden kann. reden, anfassen halt nicht, Anfassen geht halt riechen nicht. nicht, Riechen nicht. schmecken nicht. Aber Aber zum Riechen und Schmecken könnte ich dir ein paar Pakete von mir schicken. nein, danke. Nein. Nee, aber Skype ist ja wirklich ein super Medium, ne? Auch, was gibt's noch? Auf dem Handy kann man doch auch mit Bild anrufen. FaceTime. Aber FaceTime. ich weiß nicht, ob es das über Internet läuft. Also ist auch kostenlos dann quasi. Ich glaube schon. Ja? Okay. Und Skype gibt es das auch fürs Handy? Ja, also das läuft dann auf den besseren Versionen schon, ja. Okay. Ja, also das ist halt mit dem Skype, das muss man sich mal wirklich vor Augen halten. Du kannst, egal wo du auf dieser Welt bist, und die Welt ist ja riesig, ist ja Wahnsinn. Außer in der Pampa, wo man keine Internetverbindung hat. Gibt es aber auch Sky, also Satelliten. Ja, Satelliteninternet. Gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass jemand Ich Satelliteninternet dachte, du hat. besorgst dir das? Nein. Damit ich dich immer und überall erreichen kann. Nein. Okay, auf jeden Fall. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Egal wo man ist, egal wo man auf dieser Welt ist, du kannst immer denjenigen sehen, wo er ist. Und das ist halt grandios. Und ich glaube, das entschärft auch sowas wie so eine Fernbeziehung auch enorm. Also das ist wirklich eine Sache. Also diese Gefahr und auch, ich sag mal, die Angst, die auch damit einhergeht. Und wir haben ja beide gewisse, Ängste, doch kann man schon sagen, Ängste und auch Bedenken, wie das dann halt wird. Aber ich glaube, das Skype ist halt so eine Sache, also Ja, das. oder auch WhatsApp, ne? Man kann sich Sprachnachrichten schicken, man kann sich Fotos schicken, man kann Fotos anfordern, also ne, es geht ja alles. Ja, das geht. Und was eigentlich nur nicht geht, ist halt, dass man sich anfasst. So. Und na, das ist natürlich schade. Ja. Na, aber da kann man sich ja. Da kann man sich ja vorher ganz viel anfassen, sodass man sich vielleicht über ist und dann ein paar Monate sich genug angefasst hat. Meinst du, das geht? Oder wir können Videos machen, wie man uns anfasst und die dann angucken. Ja. Ja, also ich wäre dafür. Auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich so das ähnliche Anfassen. Aber naja, aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit und vielleicht sehen wir uns dann auch im Laufenden halten, wie das dann halt ja, so für mich ist und was dann eben passiert. Und naja.
Keine Ja, aber Ahnung. Fakt ist ja, wir wollen ja die Beziehung auch weiterführen, ne? Genau. Also, dass wir einfach so. Wir haben ja da auch ja, für uns selber ja so generell, wir sind ja in dem Experiment offene Beziehungen ja sowieso. Das heißt, Thailand, also Thailand, ich würde sagen, ich sage aber Thailand zu dir. Du bist schon Thailand, du Ich bist bin für mich schon Thailand. Thailand. Nein, sozusagen, sowohl Halle halt auch die Möglichkeit, sozusagen, jetzt körperliche Nähe, sage ich mal, zu suchen, auch bei irgendwelchen Thailandesen, Thailändern oder Australiern und so. Ich muss mich halt auf Deutsche beschränken, weil ich ja in Deutschland bin. Auf jeden Fall, das geht ja dann vielleicht. Und vielleicht kann man da irgendwie vielleicht was. Ja, dann. Muss man halt gucken, ne? Wie Ja. es ist, ob man Lust hat oder nicht. Bei mir ist ja auch gerade eher so, ich habe gar keine Lust auf andere Menschen, obwohl ich die Option hätte. Ja. Und seit unserer offenen Beziehung da ja auch nichts gewesen, außer eben diese gemeinsame Erfahrung mit der dritten Person. Ja, und. Aber vielleicht kann man ja so ein Foto ausdrucken und demjenigen das dann so auf dem Kopf dann machen. Christian, nein, Nein, natürlich komm, nicht. ich beende heute mal Christians Video. Wir sind ganz warm Wir haben geworden. ganz warm geworden. Nein, 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 nein. Wir wollten ja einfach mal fragen, wie seht ihr das? Fernbeziehungen, seht ihr da irgendwelche Hindernisse? Habt ihr selber schon die Erfahrung gemacht? Seid ihr gescheitert? Denkt ihr, eine Fernbeziehung funktioniert vielleicht viel besser, weil man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt? Oder habt ihr auch vorher nicht aufeinander gehockt und die Fernbeziehung hat trotzdem nicht geklappt? Ja, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Es wäre sehr interessant, das zu erfahren. Ja, vor allem wird es ein Thema sein, was jetzt de facto ja auch. Wir können ja eine Abstimmung reinbasteln und machen oben so, Ja? wird ihre Liebe scheitern, ja oder nein? Dann können die Leute abstimmen. Unsere Liebe wird nicht scheitern. Nein, habe ich Liebe gesagt? Liebe. Ich meine Beziehung. Beziehung. Scheitern? Was heißt scheitern? Nö. Scheitern Können kannst wir du auch das nicht. rausschneiden? Nö, wir schneiden nichts raus. Wir schneiden hier nichts raus. Wir schneiden nichts Nö, raus. schneiden nichts raus. Wir Nein. machen keine Abstimmung. Wir machen keine Abstimmung. Unsere Liebe wird nicht scheitern. Unsere Beziehung wird auch nicht scheitern. So, okay. Thema Fernbeziehung. Macht's gut. Tschüss. Anna!